Ja, hallöchen und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play. Spin Tires ist jetzt endlich angesagt. Ich habe euch ja in den diversen ETS 2 Videos gesagt, dass ich vorhabe, dieses Spiel irgendwann mal zu Let's Playen. Und ja, heute ist der Start dafür. Ich werde heute höchstwahrscheinlich kein Video mehr hochladen von Spin Tires, aber die nächsten Tage dann mal. Ich muss auch mal gucken, vielleicht schaffe ich es sogar direkt am Samstag ein Video hochzuladen, also jetzt am 25.03. Dort mache ich ja auch wieder einen ETS 2 Livestream, also wenn ich jetzt mal so die Planung angucke, was ich noch alles auf Reserve habe und so, ja, ich könnte ja mal die anderen Spiele vielleicht ein bisschen aufschieben und dann mal Spin Tires dazwischen schieben. Leute, wie gesagt, es wird Spin Tires sein, das nächste Projekt, was ich am Laufen habe. Für diejenigen, die Spin Tires vielleicht nicht kennen, es ist, ein Offroad-Simulator, möchte ich meinen. Es hat so einen gewissen Charme. Also ich glaube, es sind größtenteils nur russische Fahrzeuge, die wir fahren, oder halt eben Abbilder russischer Fahrzeuge. Das Game wurde, ich glaube, gepublished von Ovi Game Studios, entwickelt, glaube ich, wurde von einem anderen Studio. Ich glaube, das war der Name, den ich nicht aussprechen konnte. Ich habe ihn auch gar nicht erst aufgeschrieben, weil ich kann es nicht. Das ist irgendwas, weiß ich nicht, irgendwas Osteuropäisches auf jeden Fall. Dieses Spiel war ab Juni 2014, soviel ich weiß, auf Steam erhältlich. Ich habe es relativ spät mir zugelegt. Ich bin auch gar nicht mehr sicher, ob ich es mir selber gekauft habe, ob ich es mal geschenkt gekriegt habe, aber ich glaube zu meinen, ich hätte es mir mal selber gekauft, irgendwie in den Steam Sales oder so. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht mehr, was ich bezahlt habe oder was das Spiel jetzt im Moment kostet. Ich glaube, ich hätte vorher mal nachgucken können. Aber ist auch total egal. Wir spielen das Spiel mit den Xbox 360 Controller. Und ich bin mal gespannt, was uns so alles erwartet. Ich habe noch nicht viel Zeit mit diesem Spiel verbracht. Ich habe nur mal angefangen zu spielen, habe natürlich meine Settings gemacht und so weiter und so fort. Es gibt hier in diesem Spiel verschiedene Maps. Es gibt insgesamt 6 Stück, wie wir hier sehen. Und hier sehen wir auch schon, ich habe hier einen Spielstand mit 0,6 Stunden insgesamt. Ja. Also, das waren diese 0,6 Stunden, mit denen ich versucht habe, mich so ein bisschen auf dieses Let's Play sozusagen vorzubereiten. Wie gesagt, Steuerung kennenlernen, mal ein paar Grafikeinstellungen und so weiter und so fort. Ich meine, mein Rechner wird jetzt dieses Spiel auf jeden Fall noch packen. Es ist eh alles auf hochgestellt. Wie gesagt, die Steuerung und so ist auf jeden Fall immer so eine Sache. Muss ich immer vorher kennenlernen. Dann ist es jetzt noch so, es ist nicht ganz klar, also ich war ganz am Anfang ziemlich verwirrt, was denn unser Ziel in diesem Spiel ist. Also so viel ich das jetzt verstanden habe, haben wir halt sozusagen diese Karte. Diese Karte ist aber nur zum Teil unverdeckt und die anderen verdeckten Plätze sozusagen müssen wir aufdecken, indem wir zu diesen, Cloaking-Checkpoints fahren. Und dann wird die Karte automatisch so ein Teil aufgedeckt halt eben. Dann müssen wir auf dieser Karte noch die Fahrzeuge, glaube ich, erkunden oder entdecken und eine bestimmte Anzahl von Holzlieferungen machen. So viel ich weiß, holen wir von Holzsammelstellen halt eben Holz ab und liefern die dann zu Sägewerken oder so. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Ich habe das Spiel wirklich noch nicht viel gespielt und ich habe keine Ahnung, was wirklich genau unser Ziel ist. Aber ich hoffe, dass ich das während dem Spielen dann sozusagen, wie soll ich sagen, kennenlerne. Oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, wir spielen die erste Map. Ich habe mir gedacht, für den Lauf des Let's Plays spielen wir einfach mal jede Map durch, sozusagen. Vielleicht am Ende dann noch mit ein paar Mods oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Ich habe im Steam Workshop gesehen, es gibt sehr, 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 sehr viele Mods. Daher wäre das vielleicht auch nochmal eine interessante Sache. Wir spielen aber ganz normal jetzt mit der ersten Map, mit der Coast Map. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch von der Schwierigkeitsgrad her immer schwieriger wird oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt das Spiel continuen, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Okay, da können wir andere LKWs wohl auswählen oder so, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte ein neues Spiel starten. Wir spielen auch erstmal im Casual Mode, weil ich für Hardcore einfach noch nicht bereit bin. Wie gesagt, ich habe das Spiel einfach noch nicht viel gespielt. Und deswegen auf jeden Fall erstmal Casual Mode. Ich würde mal sagen, wir starten einfach mal New Game. Yes. Loading, please wait. Alles klar, ich warte oder wir warten. Und da sind wir auch schon. Wir starten immer, Entschuldigung,
Jetzt kommt mir gleich noch ein Huster. Achtung. Ja, genau. Ich hasse sowas. Ich kann auch mein Mikrofon nicht muten, weil ich dafür keinen Hotkey habe und das Ding über über USB angeschlossen ist und keine Ahnung. Ich muss mal gucken, ob ich das vielleicht mal irgendwie einfügen kann. Wir starten immer hier in der Nähe von einer Garage oder an der Garage. Dort an der Garage können wir dann unsere Fahrzeuge aufrüsten, betanken, reparieren, wie auch immer. Hier unten haben wir sozusagen das HUD. Hier sehen wir die Uhrzeit, wie viel Meter oder Kilometer wir dann später gefahren sind, wie viel Sprit sich noch in unserem Tank befindet, wie viel wir pro Minute so verbrauchen. Hier sehen wir unser Gang. Parking Brake ist gerade an. Also das ist die Feststellbremse oder wie wir sie auch nennen, die Handbremse. Dann haben wir hier noch eine Winch. Das ist sozusagen ein, wie nennt man das auf Deutsch jetzt nochmal? Eine Winde. Wenn wir mal feststecken sollten, wie gesagt, das Spiel ist ein Offroad-Simulator. Wenn wir mal im Schlamm feststecken sollten oder so und in der Nähe zufälligerweise einen Baum haben, dann können wir uns mit dieser Winde auch rausziehen. Ich hoffe, dass uns sowas nicht wirklich passieren wird. Dann sehen wir hier noch Damage. Wir haben insgesamt an diesem Fahrzeug jetzt 300 Damage-Punkte, die das Fahrzeug sozusagen aushalten kann. Und wir sind jetzt gerade nicht im Advanced Mode, aber ich kann auch nochmal in den Advanced Mode gehen. Und hier in diesem Advanced Mode können wir dann den Motor anschalten und auch die Winde und so weiter benutzen. So, wir sehen jetzt hier, wir haben hier einen etwas kleineren Jeep, mit dem wir anfangen werden. Wir haben auch noch einen LKW mit Ketten an der Hinterachse. Ich weiß jetzt gerade, to learn how to play spin tires plus help in game. Okay, brauche ich jetzt gerade nicht. Ja, wir können hier einen Trunk installieren, Carriers 300, 200 Repair Points. Das heißt, wir können dann wohl mit diesem Trunk, ich glaube, entweder mehr aushalten oder andere Fahrzeuge reparieren. Ich glaube, wir können damit tatsächlich andere Fahrzeuge reparieren, aber ich werde das jetzt mal nicht anbauen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das tatsächlich so ist, dass das mit dem Zusatzgewicht richtig simuliert wird. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch keinen Bock, in den tiefen Schlamm zu fahren. Ich möchte mit diesem Fahrzeug erstmal die Map ein klein wenig erkunden. Die Map können wir uns auch nochmal angucken. Hier ist die. Wie wir sehen, ist tatsächlich nur ein Teil der Map aufgedeckt. Und ja, das habe ich ja schon angesprochen mit diesen Cloaking Checkpoints. Wenn wir zu denen fahren, in der Nähe stehen, wird dort die Map dann sozusagen aufgedeckt. Wir sehen jetzt auch schon auf verschiedene Icons hier. Hier haben wir zum Beispiel einen LKW oder ein Fahrzeug, das noch unentdeckt ist. Wir sehen hier auch, es gibt nur drei verschiedene... Ist das wirklich wahr? Nur drei verschiedene Fahrzeugtypen, die... Naja, zwei davon sind aufgedeckt, aber ich glaube, wenn wir diese Cloaking Checkpoints aufdecken, gibt es noch mehr Fahrzeuge auf dieser Map. Ich kann mir jetzt gerade nicht vorstellen, dass es tatsächlich nur drei sind. Naja, wie auch immer, das Ding werden wir gleich mal erkunden gehen, sage ich jetzt einfach mal. Und dann haben wir hier noch einen Loks-Kiosk und Lumber. Ich glaube mal, hier können wir dann Holz laden. Hier können wir dann wohl tanken, so wie es aussieht. Loks-Kiosk, Objective. Ich glaube, bei diesem Loks-Kiosk, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es da steht, können wir wohl aufladen und bei dem Objective dann abladen. Das heißt, wir müssten insgesamt 16 Touren fahren. Und zwei Garagen haben wir hier dann noch, die wir mir auch noch erstmal aufdecken müssen. Ja, wie gesagt, oder wir Loks-Kiosk, ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir bei Lumber laden müssen. Bei Lumber. Weil das würde ja rein theoretisch heißen, wir müssten dann jedes Mal von dieser Ecke in diese Ecken fahren. Was ja ziemlich weit ist eigentlich. Aber ist ja auch egal, Freunde. Ist ja auch wurscht. Ich muss das Spiel auch erstmal kennenlernen. Wie gesagt, ich habe es nie wirklich richtig gespielt. Wir sitzen jetzt auf jeden Fall erstmal in einem Jeep und mit dem werden wir jetzt mal diesen einen, das eine Fahrzeug erkunden gehen. Ich schmeiß jetzt mal eben den Motor an. Und ja, dann machen wir mal die Feststellbremse raus und fahren mal eben ein paar Meter. So, ich glaube, wir müssen in diese Richtung, wenn ich mich nicht irre. Wie gesagt, diese Map habe ich schon mal angefangen zu spielen, habe den ersten LKW erkundet gehabt und dann habe ich im Prinzip auch schon aufgehört gehabt. So, mit dem Jeep ist das hier jetzt noch relativ easy. Die Straße ist auch noch nicht ganz so weich, aber man merkt schon, es gibt auf jeden Fall ein paar Stellen, die wohl nicht ganz so leicht zu überqueren sind.
diesem Spiel sinken auch die Räder mal richtig, richtig tief ein und so weiter. Das machen die Räder hier in diesem Spiel ganz, ganz gerne. Und das finde ich auch ziemlich cool. Das ist sowas von geil gemacht. Das sieht alles ziemlich, ziemlich realistisch aus. Das macht Spaß irgendwie irgendwo. Und es ist interessant. So, jetzt hängen wir auch schon das erste Mal fest. Und bei solchen Situationen sollten wir vielleicht mal unser Allrad mit einschalten. Damit auch die Vorderachse mit angetrieben ist. Da kommen wir dann aus solchen Situationen relativ einfach wieder raus. Und für so richtig harte Sachen gibt es dann auch noch eine Differentialsperre. Und ich denke jetzt aber nicht, dass wir Riesenprobleme mit dem Jeep hier haben werden. Ich weiß auch gar nicht, was das für ein Fahrzeug ist. Also ich kenne mich mit diesen Fahrzeugtypen überhaupt nicht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das Spiel so geil. Es ist auch von der Optik richtig, richtig nice. Was ich auch richtig geil finde, die Fahrzeuge werden richtig dreckig. Und wenn man dann zum Beispiel durch Wasser fährt, dann werden die LKWs oder die Fahrzeuge auch wieder richtig sauber und die sind auch nass. Also man sieht das auch richtig. Das finde ich richtig, richtig cool. Das wäre zum Beispiel so eine Sache, die mir in ETS 2 ja fehlt. Das habe ich auch schon öfters gesagt. Und wir sehen auch schon, unser Fahrzeug wird hier ordentlich schmutzig. Ich finde sowas total geil, ey. Total geil. So, da vorne sehen wir ein Haus. Und das Fahrzeug, das wir erkunden wollten. So, und schon haben wir den angelockt. Ich würde mal sagen, ich lasse den Jeep jetzt... Ach, ist da ein Stein? Ich kann es gerade gar nicht richtig erkennen. Die Kamerasteuerung ist so ein bisschen beschissen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hallo? Ah, jetzt. Ah, okay, da ist nur ein Stein im Weg. Ich habe schon gedacht, hä, fahre ich gerade gegen den Baum, obwohl ich gar nicht gegen den Baum fahre, aber ist okay. So, ich würde mal sagen, wir lassen dann den Jeep erstmal hier stehen. Wir machen auch mal den Motor aus, damit er nicht weiterhin Sprit verbraucht. Und dann steigen wir einfach mal in den C4320. So, und da haben wir schon etwas Größeres. Oh Mann, sieht das geil aus. Auch die Reifenverformung, total geil. Man hat ja in solchen Reifen, glaube ich, auch extra weniger Luftdruck drin, damit einfach die Haftung ein bisschen größer ist. Es ist einfach nur Wahnsinn. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Optik diesem Spiel ist der Wahnsinn. Wir haben sogar schon einen Anhänger angekoppelt. Das heißt, mit diesem LKW könnten wir tatsächlich schon Holz transportieren. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann können wir hier tatsächlich Holz abholen. Ich weiß halt jetzt gerade nur nicht, ob wir das auch schon direkt machen sollten. Wir könnten aber rein theoretisch versuchen, mal direkt das erste Objective fertig zu machen. Wir könnten auch an diesen Kiosk hier fahren. Ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, an jedem Kiosk ist dann auch so eine Lampa-Sammelstelle oder so. Nehme ich mal stark an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben hier jetzt rechts übrigens auch die Uhr. Es wird hier tatsächlich auch Nacht. Da ist es dann in dem Spiel schon ein bisschen dunkler. Das merkt man dann aber auf jeden Fall. Wir haben aber auch schon 12 Uhr am Mittag. Die Zeit geht hier relativ schnell rum. Ich würde mal sagen, wir starten mal den Motor und fahren mal ein paar Meter. Wir können übrigens auch das Licht an- und ausschalten, was ich auch ziemlich, ziemlich cool finde. Ich werde auch direkt mal Allradantrieb anmachen. Und dann mal gucken, ob wir hier ordentlich vorankommen. Ich bin jetzt gerade tatsächlich am Überlegen, soll ich Holz schon mitnehmen oder nicht? Es wäre ziemlich doof, wenn ich jetzt mit dem LKW eigentlich leer rumfahren würde, weil dafür sind LKWs ja nicht gebaut worden. Um einfach ohne Ladung herumzufahren. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir versuchen mal was auszuwählen. So, an diesem Kiosk, ich sage jetzt einfach mal Kiosk, so wie es halt eben da steht, können wir jetzt aussuchen, was wir denn spawnen lassen wollen. Wir haben einmal die Möglichkeit, relativ kurze Baumstämme zu laden, dann mittellange Baumstämme und lange Baumstämme. Ich glaube, ich würde es einfach mal mit dem mittellangen Baumstämmen versuchen. Moment mal. Was ist denn, wenn ich jetzt einfach nur in diese Markierung da reinfahre? Was passiert denn eigentlich dann?
Position to your was? Position your truck properly. Ich muss meinen LKW ein bisschen besser positionieren, so wie es aussieht. Weiß nicht ganz genau, was das heißt, aber... Load up! Ach du Scheiße. Okay, ach du Kacke. Ich finde, das sieht nicht einfach nur geil aus. Das sieht auch so aus, als wäre das tatsächlich schwer. Also, ist schon beeindruckend, wie wir jetzt gerade hier rumhängen. Okay, wir haben die jetzt also geladen. Und ich nehme jetzt mal an, genau, jetzt zeigt auch mal dieser Pfeil diese Objective an. Dort werden wir dann wohl abladen. Oder vielleicht auch da oben, ich weiß es nicht. Wenn ich mir jetzt so die Straße angucke, ich glaube, es gibt auch asphaltierte Straßen. Ich glaube, hier ist eine. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie wir am besten fahren sollten. Wie gesagt, ich habe noch nicht viel gespielt. Ich werde es auch so machen, der erste Part wird jetzt 30 Minuten lang gehen und ab dem zweiten Part dann nur noch so 20 Minuten. Ich will mich jetzt erstmal hier reinfuchsen. So, wir haben also jetzt geladen und dann wollen wir jetzt mal gucken, ob wir schaffen, überhaupt hier wieder rauszukommen. Ich sollte vielleicht die Feststellbremse rausmachen. Boah, wie wir hier einsinken, das ist der Wahnsinn. Also man merkt schon, hier hat alles auch irgendwie Gewicht. Ich meine, in ETS 2 merkt man das dann auch, wenn man mal wirklich schwere Ladungen liefert. Aber hier, ich weiß nicht, das ist nochmal eine Nummer heftiger, finde ich. Aber ich meine, das hier ist ja auch extra so simuliert oder programmiert worden, dass das ja, also die Kamera ist ein bisschen doof hier. Ich weiß jetzt auch nicht, für was dieses Lok-Kiosk da ist. Ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das weißt, wenn ihr das wisst, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich check das Spiel hier noch nicht so ganz an dieser Stelle. Okay, jetzt fahren wir mal hier wieder raus und gucken, dass wir auf diese Straße da kommen. Ganz, ganz langsam im Schneckentempo. Aber wie gesagt, das hier ist kein Rennspiel. Das hier ist ein Offroad-Simulator. Und ich finde, der simuliert alles ganz schön gut. In meinen Augen. Er macht das wirklich sehr, sehr gut. So, ich komme gerade mit dieser Kamera nicht mehr klar. Kann ich nicht vielleicht ein bisschen rauszoomen? Das wäre total geil. So, kann ich reinzoomen? Nee, irgendwie will das nicht. Oder bin ich schon ganz rausgezoomt? Kann ich nicht noch weiter rauszoomen? Das wäre total geil. Wartet mal einen Moment. Ah, okay. So gefällt mir das schon ein bisschen besser. So sehe ich mehr vom LKW. So, jetzt sollten wir natürlich auch mal gucken, dass wir vielleicht mal eben ganz kurz nochmal stehen bleiben. Ich weiß, das nervt vielleicht, aber ich muss jetzt mal die Route so ein bisschen planen. Wir haben hier einen Fluss, so wie es aussieht, müssen wir wohl den Fluss durchqueren. Ich glaube, da führt wohl kein Weg dran vorbei. Nee, nicht wirklich. Das heißt, wir fahren wieder Richtung Garage und von der Garage geht wohl wieder eine Straße ab. Dann fahren wir die Straße entlang und gucken, dass wir mal auf diese befestigte Straße bekommen. Also ich denke mal, das hier ist eine befestigte Straße. Ich bin mir da allerdings noch nicht sicher. Und ich glaube, ich werde versuchen, dann an dieses Objective da ranzukommen. Also an dieses Sägewerk. Ist ja ein Sägewerk, nehme ich mal an. Vor allem, also, klingt logisch, ne? Wenn wir Holz transportieren, wäre Sägewerk auf jeden Fall logisch. So, ich bin mal gespannt, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich bin das erste Mal, als ich das Spiel natürlich gespielt habe, habe ich mir den LKW auch mal ausgewählt, aber ich habe noch keine Ladung aufgenommen gehabt. Und ich muss schon sagen, man merkt einen riesen Unterschied. Also das Ding ist auf jeden Fall schwer wie Sau. Und das sind ja nur die mittellangen Baumstämme. Ach du Scheiße, ich muss aufpassen, dass wir hier nicht umkippen. Solche Holztransporter haben natürlich einen sehr, sehr hohen Schwerpunkt. Das ist immer ziemlich gefährlich. Jetzt frage ich mich gerade, ob wir... Jetzt mal ohne Scheiß, könnten wir da durchfahren? Ach, da ist diese Tankstelle. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Tut mir leid, Leute, wenn ich jetzt am Anfang noch so ein bisschen verpeilt bin. Aber wie gesagt, ich muss das Spiel erstmal selber richtig kennenlernen.
und mal da erstmal richtig reinkommen. Und wie gesagt, ihr könnt mir gerne in den Kommentaren ein paar Tipps geben, wenn ihr das Spiel schon etwas länger kennt und selbst gespielt habt und da, euch damit besser auskennt. Das wäre auf jeden Fall sehr, oh, sehr, sehr nett. Das sieht immer ziemlich gefährlich aus, ey. Leg mich doch am Arsch. Ich bin ja kein Fan vom Umkippen, weil ich glaube, wenn wir umkippen, ich weiß nicht, wie es dann weitergeht. Ob wir dann einen zweiten LKW brauchen, der uns dann irgendwie wieder da rauszieht oder da hoch stemmt oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung, was dann passiert, ehrlich gesagt. So, wir brauchen in der Minute 16 Liter Diesel. Ich nehme mal stark an, dass die hier auch mit Diesel fahren. Es hört sich auf jeden Fall nach Diesel auch an. Das ist ja... Aber man weiß ja nie. Zum Beispiel ältere Fahrzeuge. Boah, scheiße, 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 scheiße. Oh mein Gott, ey. Das ist eine Schieflage, die gefällt mir absolut gar nicht. Boah. Oh, ich hoffe, es wird nicht noch schlimmer kommen. Aber ich glaube, ich meine, das hier ist erst der Anfang. Es wird definitiv noch schlimmer kommen. So, wir sind hier jetzt wieder an der Garage. Ich will jetzt auch mal gucken, ob wir direkt tanken können. Ich glaube mal schon. Kann ich hier stehen bleiben? Carriage. Okay, hier können wir verschiedene Sachen auswählen, die wir anbauen können. Es gibt halt verschiedene Aufbaumöglichkeiten hier an diesen LKWs, was ich ziemlich feiere, muss ich ganz ehrlich sagen. Fuel-Zisternen. Also wir könnten sogar nochmal einen Tank aufbauen. Aber wie geht das denn jetzt hier mit diesen Tanken? Drop Load, Detached Trailer. Also wir können auch die Ladung einfach hier liegen lassen und unseren Anhänger abkoppeln. Wir können wohl auch den Kran irgendwie steuern. Ach du Scheiße, das wusste ich gar nicht. Aber kann ich hier nicht auch tanken? Ich bin gerade etwas verwirrt. Aber ist auch egal. Ich verliere einen Haufen Zeit. Es tut mir wirklich leid, Freunde. Es tut mir wirklich leid. Wir gucken jetzt, dass wir weiterfahren hier. Ich denke mal, das hier ist die kleine besagte Straße, die wir auf der Karte gesehen haben. Das sieht hier wenigstens nicht ganz so matschig aus. Aber ich glaube, das hat nichts zu heißen. Vor allem, wir haben hier ein gewisses Gewicht, das wir transportieren. Also ich glaube, selbst wenn das jetzt nicht ganz so weich ist, es wird wahrscheinlich immer noch weich genug sein, um hier irgendwie stecken zu bleiben. Ah, da sehen wir doch schon eine Stelle, die auf jeden Fall nicht ganz so toll aussieht für unseren LKW. Mal gucken, ob wir da überhaupt durchkommen, so easy. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wenn wir uns jetzt auf der linken Seite noch tiefer eingraben, dann sieht es nicht mehr ganz so geil aus. Aber ich meine, das hier ist ja noch gar nicht so schlimm. Ich meine, ich könnte ja auch mal eben die Differentialsperre mit einmachen. Mit anmachen, nicht mit einmachen. Ah, scheiße, 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 scheiße. Also wenn ich jetzt so weiterfahre, dann werden wir höchstwahrscheinlich umkippen. Ich kann aber auch nicht weiter nach links fahren, weil da geht es ja berghoch. Das würde eh... Stopp! Okay, wir werden mal versuchen, ein bisschen nach rechts zu fahren. Oh, scheiße, ey. Das ist... Okay, also auf jeden Fall, ich bin hier schon einmal lang gefahren. Ich habe dann aber nicht wirklich viel gespielt mehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Nicht umkippen, nicht umkippen, nicht umkippen. Komm schon. Alter, wie das auch aussieht mit der Achse und das Ganze, was da so raushängt, das ist einfach nur der Wahnsinn. Das sieht so geil aus. Aber ganz ehrlich, Bock auf Umkippen habe ich trotzdem nicht. Aber ich glaube, der wird auch nicht einfach so umkippen.
Okay, 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 okay. Jetzt muss ich mal eben noch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Wenn ich jetzt nach links fahren würde, dann würde ich da einfach nur da hochkommen. Ich weiß gar nicht, was das bringen würde. Okay, wir fahren dann einfach weiter geradeaus, natürlich. Okay! Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt hatte ich schon ein bisschen Respekt. Also, die Angst vorm Umkippen ist natürlich da, weil ich weiß dann ehrlich gesagt nicht, was passiert. Aber ich glaube, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich im Casual-Mode vielleicht sogar irgendwie zur Garage oder so spawnen lassen kann oder so. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe das Spiel noch nie wirklich richtig gespielt. Ich weiß, ich habe es mal mit einem Freund von mir gespielt. Multiplayer, das geht ja natürlich auch. Aber ich habe das Spiel nie nicht so richtig gespielt. Also ich habe es zwar gespielt, aber mit dem Kopf war ich eigentlich ganz woanders. Und ich bin jetzt mal gespannt, weil sehr viel weiter bin ich dann auch nicht mehr gefahren. Ich glaube, hier so irgendwo an der Stelle oder schon weiter vorne habe ich dann aufgehört zu spielen. Oh, das ist ja cool hier, wie das Wasser darunter fließt. Das sieht ja total geil aus. Da im Hintergrund seht ihr das? Ich denke mal schon. Total geil, ey. Ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist eine Schönheit. Ich finde, das Spiel ist total geil. Ich weiß auch noch, es kam damals, bevor es auf Steam veröffentlicht worden ist, war das, glaube ich, ein Kickstarter-Projekt? Ich bin mir da nicht mehr sicher, aber ich glaube, so 2013 oder so kam das als Kickstarter-Projekt raus. Und da gab es dann auch so eine Tech-Demo davon. Die habe ich auch gespielt. Die habe ich wirklich gesuchtet gehabt, weil ich das total geil fand. Aber das ist natürlich jetzt schon eine gewisse Zeit her. Ach, wir sind schon hier. Okay. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, kann ich eigentlich einfach so über das Wasser fahren oder geht dabei das Fahrzeug irgendwie kaputt oder... Ich glaube jetzt kaum... Alter, das Wasser sieht doch total geil aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie tief das Wasser sein wird und ob wir da einfach so wieder rauskommen, ehrlich gesagt. Aber wir müssen es natürlich... Ach du Scheiße. Dangerous Water Level. Ja, geil. Oh fuck, komm raus da. Ach du Scheiße. Ja, das ist die erste Wasserstelle und die ist schon so mega tief. Aber guckt euch mal die Effekte an, wie der LKW da wieder sauber geworden ist und nass ist und so. Das sieht total geil aus. Ich feiere das so mega hart. Ist der Wahnsinn, ey. So, und es wird jetzt auch schon langsam dunkel, wie wir unschwer erkennen können. Boah, meine Fresse, ist das geil. Ey, das sieht total geil aus. Ohne Witz jetzt. Nein! Ach du Scheiße, ich habe jetzt gedacht, ich falle um hier. Ich meine, es war auch hart an der Grenze, ne? Jetzt muss ich mich erstmal orientieren hier, weil hier kommt ja gleich dieser Cloaking-Punkt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem beladenen LKW die überhaupt erreichen kann. Warte mal, mir fällt gerade ein, ich habe so einen Cloaking-Punkt mal entdeckt. Das heißt, hier bin ich schon mal gewesen. Oder wo bin ich da durchgefahren? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nie mehr. Ich glaube, ich müsste jetzt dieser Straße einfach folgen. Junge. Mann! Alter, das kann doch einfach nicht sein. Immer in dem Moment, wo ich denke, ich rette mich jetzt gerade, kippt dann immer weiter nach links. Das ist schon nicht ganz so geil. Das ist voll das blöde Gefühl hier gerade. Stellt euch mal vor, da gibt es Leute, die machen sowas tatsächlich in echt jeden Tag. Wir könnten eigentlich auch mal das Licht anschmeißen, wenn es eh schon so dunkel ist. Warte mal, ich glaube, ich muss jetzt gerade ein paar Bäume kaputt machen, so wie es aussieht. Das ist ja das Geile an diesem Spiel. Man kann hier tatsächlich einfach alles umfahren. Also gerade so kleinere Bäume sind überhaupt kein Problem. Die knicken einfach mal zur Seite. Oh, und da ist eine Straße. Oh, Hammer. Okay, Moment mal. Straße, die geht auch noch weiter nach rechts. Ich glaube, wenn wir nach rechts fahren und nicht nach links, haben wir es erstens etwas kürzer und vielleicht haben wir dann sogar Glück und können die erste Ladung schon abladen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde tatsächlich erstmal... Oh, guckt euch das mit den Steinen an. Ich glaube, ich werde erstmal nach rechts fahren, Leute. Wir können es ja mal probieren. Boah, ist das dunkel geworden.
Boah, ist das dunkel geworden hier. So, dann wollen wir mal, ich glaube, hier können wir jetzt die Differentialsperre mal ausmachen auf dieser Straße. Allrad lasse ich jetzt einfach mal an. Immerhin sind wir schwer beladen und wir wissen nicht, was da so noch alles kommt an Steigungen und dann und so weiter und so fort. Aber es wäre, wie gesagt, auch schön, wenn wir diesen Cloaking-Punkt aufdecken könnten. Also die Straße hier scheint nicht so mega breit zu sein, ne? Gibt es irgendwie eine Stelle, da kann man wohl rechts reinfahren? Guck mal. Ey, dieser Cloaking-Punkt müsste gleich hier sein. Aber ich sehe halt absolut gar nichts. Move closer to remove. Ah, Moment mal. Ich kann hier reinfahren. Ich hoffe, ich werde das nicht bereuen. Ah, da sehe ich den Rand von diesem Cloaking-Punkt. Ich muss eigentlich nur in diesen Rand reinfahren und dann, decken wir das hier sozusagen auf. Dann machen wir das doch mal. Ach du Scheiße, und ich bin doch schon bei 30 Minuten. Ja, komm, gut, dann machen wir halt einfach mal 40 Minuten, mein Gott. Das ist jetzt, denke ich, auch nicht so wild. Yeah, Cloaking removed. Und ich sehe auch gerade, dass wir fast umkippen. Das Holz die ganze Zeit unseren Sitz vom Kran hier berührt. Jetzt sehe ich nichts. Ich möchte gerne wieder auf die Straße. Wisst ihr was, ich mache doch nicht 40 Minuten. Ich werde jetzt nochmal kurz auf die Straße rausfahren. Oder es zumindest versuchen. Aber das mit dem Stuhl gefällt mir gerade gar nicht. Und das mit diesem Einschlagwinkel gefällt mir aber auch nicht. Sag mal, hänge ich jetzt irgendwo fest oder was? Die Kamera ist gerade ein bisschen doof. Ich sehe echt gar nichts. Aber wir haben ja noch die Differentialsperre. Okay, dieser Einschlagwinkel ist einfach zu heftig. Ist auch ein bisschen was anderes wie, oh mein Gott. Ein bisschen was anderes wie Ethers. Ach du Scheiße. Okay. So. Wisst ihr was? Wir machen es jetzt gerade mal ein bisschen anders. Ich muss hier einen Cut machen, weil sonst, ich weiß ja noch gar nicht, wie groß diese Parts hier werden von Spin Tyrus. Ich habe noch keine Ahnung. Ich werde mir das mal angucken. Dann werden wir gleich weitermachen und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst doch bitte ein bisschen Feedback da bezüglich, ob euch das Projekt halt einfach gefällt oder halt nicht. Schreibt es in die Kommentare, Freunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der zweiten Folge. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Ciao.